Ja, Shalom, mein Freund. Hier ist Tipo Kunola und ich freue mich, beide zu sein. Wir möchten uns heute das Thema, das Posaunenfest, anschauen. In 2 Wochen wäre es das in diesem Jahr. Wir haben das Jahr 2011. Und dieses Fest fällt bei uns in den Monat September in diesem Jahr. Es ist aber der 7. hebräische Monat. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen, wenn wir uns mit den Festen von Yahweh Elohim beschäftigen. Wir möchten verstehen, weswegen eine Posaune gestoßen wird und weswegen wir an diesem Tag eine freudige Versammlung haben sollen. Und einmal wollen wir uns die Bedeutung, also die prophetische Bedeutung des Festes uns anschauen und auch, wie wir diesen Tag halt gedenken werden und damit wir auch verstehen, was die Bedeutung dieses Fest ist. Wir werden heute anfangen im Buch der Offenbarung. Für gewöhnlich fangen wir immer in der Tora oder in den Propheten an, aber heute fangen wir mal in dem letzten Buch der Heiligen Schrift an, um mal dieses Konzept der Posaunen uns mal anzuschauen. Heute warten viele Menschen auf eine sogenannte Entrückung, eine Thematik, die die hebräische Bibel nie behandelt hat, dass wir eines Tages weggenommen werden sollen, um in den Himmel eine Hochzeitsfeier zu halten, während hier auf der Erde Trübsal, Chaos und Drangsal herrscht. Gibt es nicht. Und statt den Fabeln nachzugehen, liebe Freunde, müssen wir uns mit der Wahrheit der Heiligen Schrift beschäftigen. Wir gucken uns ein paar Verse an, erklären nochmal kurz dann, was dieses Fest bedeutet und was die Zukunft für uns wirklich bereithält. Kapitel 8 im Buch der Offenbarung und in Vers 1 steht: Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Also, wir werden jetzt nicht den ganzen Part lesen, sondern es geht darum, dass die Engel hier in der Offenbarung von Jeschua an den Apostel Johannan jetzt hier 7 Posaunen bekommen. Da der Apostel vermutlich die Offenbarung in Griechisch geschrieben hatte, er aber ein hebräisch denkender Apostel ist, im Sinn hätte er höchstwahrscheinlich ein Schofar. Also das ist ein Ramshorn oder ein Horn von einem anderen Tier und das kann auch ein Signal geben. Also man kann einen Ton drauf wiedergeben, wenn man das stoßt. Aber wir haben es in unserer Übersetzung als Posaune und es gibt auch nochmal den Unterschied zu einer Trompete. Das werden wir uns mal gleich nochmal anschauen, wenn wir zur Tora kommen. Die Engel sollen da jetzt 7, nehmen wir das Wort Posaune, die sollen in 7 Posaunen stoßen. Und wir wissen im 1. Korinther, dass Paulus sagt, dass bei der letzten Posaune kommt der Maschiach wieder. Yeshua kommt zur letzten Posaune wieder. Die 7 Posaunen sind Ankündigung des Gerichtes über die Welt, weil die Welt gottlos geworden ist und haben auch die Bezahlung oder die Erlösung, die Yahweh Elohim geschenkt hat, seinen eigenen Sohn, unser Messias Yeshua, nicht angenommen und sie gehen auch gegen seine Tora. Vielmehr lesen wir im Prophet Zachariah Kapitel 1, dass Yahweh ist zornig über die Heidenvölker, weil sie so ruhig geworden sind. Beziehungsweise in der Thematik Israels ist es dem Heidenvolk mehr oder weniger egal. Die kümmern sich nicht drum, ob Israel wieder hergestellt wird, aber das ist eigentlich die frohe Botschaft, dass Israel wiederhergestellt wird und daraus das Heil an die Heiden auch kommt. Und als jetzt diese Posaunen jetzt gestoßen werden, bei der 7. Posaune anschließend gibt es auch nochmal 7 Zornschalen. Und erst dann in Kapitel 19 vom Buch der Offenbarung sehen wir, dass Messias wiederkommt, rot bekleidet. Diese Thematik ist nicht neu, das ist keine neue Idee, sondern das lesen wir schon zuvor in Jesaja Kapitel 63, wo der Prophet eine Gestalt sieht, die von Bosra oder vom Osten kommt und die ist rot bekleidet. Auf die Frage hin, weswegen das Gewand denn so rot sei, war die Antwort, dass dieses ist das Blut von denen, die er, also die Gestalt, die halt das rote Gewand anhat, im Krieg auch vergossen hat. Diese Person ist der Messias persönlich, der zum Krieg wiederkommt. Und dieses wird erst mit der 7. Posaune einberufen. Jetzt ist die Frage, warum sollen wir laut der Tora eine freudige Versammlung haben im 7. Monat, am 1. Tag des Monats, wenn vermutlich dieses Stoßen in den Schofar oder in die Posaune eigentlich Krieg herbeirufen soll? Das Thema schauen wir uns mal kurz an.
So, das nochmal zur Offenbarung. Du kannst die anderen Aspekte nochmal lesen, Kapitel 19 und in Kapitel 12, was passiert, als der Drache zornig wurde und wer die Frau da wirklich ist. Das sind Themen, die können wir heute in der Fülle nicht bearbeiten. Schauen wir uns jetzt mal das Gebot an, eine Versammlung zu halten im siebten Monat, und dann schauen wir uns mal das Konzept mit der siebten Posaune an. 3. Mose Kapitel 23, und ich lese nur ein paar Verse. Das wäre Vers 24, das war ich gerade im zweiten Buch. 3. Mose 23 und nur ein paar Verse. Hier steht in Vers, ich lese mal Vers 23. Und Jahwe redete zu Mosche und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, im siebten Monat, am ersten des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern Jahwe ein Feueropfer darbringen. Vielleicht haben wir das schon mal erwähnt, dass es heute nicht mehr ausreichen kann mit dessen, was wir wissen, dass die frohe Botschaft ist, dass Israel wiederhergestellt wird, dass die 10 Stämme, also Ephraim, nach Hause kommen wird und dass Juda, das heißt das Volk, was jetzt in Israel ist, ist nur ein Teil von Israel, dass diese beiden wieder vereint werden. Und in diesem Glauben müssen wir uns auch mit Sachen beschäftigen aus der hebräischen Schrift im Urtext. Also wir können nicht alle Hebräisch und die von uns, die es lernen, haben aber die Möglichkeit, einzelne Wörter mal aufzurufen, was diese Wörter wirklich bedeuten. Hier steht zwar Hörnerschall, aber in dem Verständnis ist es nicht unbedingt, dass ein Posaunenstoß gefeiert wird, sondern das Wort dort ist Teruah. Deswegen feiern wir Yom Teruah. Jetzt erklären wir es mal kurz. Yom ist Tag. Und Teruah ist nicht die Posaune, sondern ist ein bestimmter Ton von der Posaune. Dieser Ton kann auch auf einen Schofahorn wiedergegeben werden. Und dieser Ton heißt Teruah. Es gibt auch andere Töne, wie zum Beispiel Tekia, das ist ein langgezogener Ton. Aber Teruah ist ein ganz bestimmter Ton auf der Posaune oder auf dem Schofar. Also das Wort Posaune oder Schofar ist gar nicht so wirklich jetzt in diesem Kontext maßgebend, sondern die Wichtigkeit ist, dass ein bestimmter Ton auf dem Schofar oder auf der Posaune gestoßen werden soll. Ich hoffe, das macht Sinn. Und dieses Konzept, das Teruah, das ist jetzt nochmal der Ton, ich muss es mehrmals wiederholen, damit es auch wirklich eins mit uns wird, dieser Ton, Teruah, wird in einer bestimmten Situation gestoßen. Wir gucken uns mal an, das aus 4. Mose Kapitel 10. Das ist da, wo die 2 silberne Trompeten, wir haben nicht die Zeit zu erklären, warum es 2 silberne Trompeten sind, weswegen es Silber ist. Es gibt so viel aus der Tora, dass ich manchmal ja schwer werde, dass wir vielleicht gar nicht die Zeit haben, über diese Videobotschaften alle Themen zu besprechen. Aber ein Konzept werden wir uns anschauen können. Ich erkläre es mal kurz. Vierter Buch Mose geht es darum, dass die Gemeinschaft Israels wurde gezählt und sie wurden aufgereiht in den jeweiligen Stämmen, und unter den jeweiligen Stämmen hatten sie einen Banner und sie mussten nach einer bestimmten Anordnung oder Anreihung dann auch das Zeltlager verlassen. Dort, wo sie sich niedergelassen haben, musste immer ein Ruf ertonen oder ein Schall ertonen auf der Posaune, damit die ganze Gemeinschaft weiß, was jetzt zu tun ist. Diese Posaune, die wir da hatten, sind die 2 silberne Trompeten. Also jetzt haben wir wirklich ein klares Wort in der hebräischen Schrift, dass die Versammlung sollte aufgerufen werden über diese 2 Trompeten. Aber diese 2 Trompeten konnten natürlich auch unterschiedliche Töne von sich geben. Und wenn Teruah geblasen wird, passiert was ganz Bestimmtes. Gucken wir uns mal das im 4. Buch Mose Kapitel 10 mal an. Ich hoffe, es hat bis jetzt Sinn gemacht, und ich lese die ersten 2 Verse. Und Jahwe redete zu Mosche und sprach, mache dir 2 silberne Trompeten, in getriebener Arbeit sollst du sie machen, und sie sollen dir dazu dienen, die Gemeinde zusammenzurufen und die Heerlager aufbrechen zu lassen. In Vers 6 steht drin, und wenn ihr zum zweiten Mal Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Süden lagern, denn
wenn sie aufbrechen sollen, so soll man Lärm blasen. So, jetzt in unserer Übersetzung steht Lärm, Vers 6, aber im Urtext, im Hebräisch steht drin Teruah. Das heißt, die zwei silbernen Trompeten sollen Teruah blasen, wenn das passieren soll, dass die Heerlager sich bewegen oder dass das Lager sich bewegen soll. In Vers 9 sehen wir jetzt nochmal, und wenn ihr in die Schlacht zieht, in eurem Land gegen euren Feind, der euch bedrängt, so sollt ihr Lärm blasen mit den Trompeten, damit an euch gedacht wird vor Jahwe, eurem Elohim, und ihr von euren Feinden errettet werdet. Also nochmal ein Indiz, wenn Teruah gestoßen wird, dann wird Jahwe an sein Volk gedenken und er wird sie erretten. Wir haben nicht die Zeit, komplett dieses Thema auszubauen. Ich gucke schon gerade auf die Uhr, weil sonst würde das hier in die Länge gehen. Ich wollte eigentlich nur eine ganz kleine Botschaft bringen, nochmal schnell, bevor dieses Fest jetzt kommt. Nochmal zum Verständnis, Teruah ist ein Ton und dieser Ton kann auf dem Shofar wiedergegeben werden. Wir sollen aber feiern Yom Teruah. Das heißt, Yom Teruah ist ein Feiertag und dieser passiert im 7. hebräischen Monat am 1. Tag. Wir wissen, dass wir jetzt 7 Posaunen haben und Paulus sagt, dass Messias wird bei der letzten Posaune wiederkommen. Schauen wir uns das mal schnell an. 1. Korinther Kapitel 15. Und das ist auch nur ein Vers. 1. Korinther Kapitel 15. Da lesen wir, dass Paulus etwas von einer Posaune. Wir haben hier einen griechischen Text. Das Wort dort für Posaune ist ein, oder deutet eher auf ein Schofar. In Vers 52 steht drin, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Was Shaul hier sagt, ist schon prophetisch, denn es wird zwei Auferstehungen geben. Die erste Auferstehung sind die, die mitregieren würden im tausendjährigen Friedensreich, und die zweite Auferstehung ist die Auferstehung, wo alle Menschen vor den weißen Thron müssen und die halt im Buch des Lebens gefunden werden, die werden in die ewige Stadt, in das neue Jerusalem einkehren dürfen oder eingehen dürfen. Die halt nicht im Buch des Lebens gefunden werden, werden den zweiten Tod erleiden. Das ist, wo der Schöpfer, der Richter, sie in das feurige Pfuhl werfen wird. Dieses Ereignis, also sprich diese Sachen, die aber vorher passieren müssen, ist, dass der Messias wiederkommt, und das passiert bei der letzten Posaune. Im Hebräischen wurde an jeden Neumond eine Posaune gestoßen. Lass uns das mal ganz kurz uns anschauen aus Psalm Kapitel 81. Wir müssen die Sachen zusammenbringen und ich hoffe, sie machen Sinn. Die sind eigentlich ganz einfach, wir müssen halt nur die Verbindungen da schließen können. Und da steht in Vers 4, stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Also sprich zum Vollmond, zum Tag unseres Festes wird auch ein Shofar gestoßen, eine Posaune. Und der Vollmond ist am 15. des ersten Monats, das ist halt, wo wir die Feste haben, das ist das Fest von Matzah und gesäuerte Brote. Und das zweite Fest unter einem Vollmond ist das Laubhüttenfest. Es fängt an auch mit einem Vollmond. Wieder haben wir jetzt nicht die Möglichkeit zu beschreiben, warum das Vollmonde sind und was das zu bedeuten hat. Aber wir wollen uns beschränken auf die Thematik, dass zum Neumond wird eine Posaune gestoßen. Der Ton aber, der im 7. Monat zu diesem Fest gestoßen werden soll, ist Teruah. Macht das Sinn? Also, Neumond fängt den Monat an. Wir haben auch mehrere Videos auf der Seite firstfoods.de, zum Beispiel der Abib-Kalender. Und wir haben auch ein kurzes Video zum Thema Posaunenstoßenfest. Da kannst du es nochmal anschauen. Posaunenstoßen, der sichtbare Mond wurde jetzt gesehen und dann fängt das Monat an. Wir haben gesehen in Offenbarung Kapitel 8, dass den Engeln wurden 7 Posaunen gegeben. Und wir haben das Fest, wo Teruah gestoßen wird, im 7. Monat am 1. Tag. Haben wir gerade gelesen aus 3. Mose 23. Und dieses Fest kennzeichnet die 7. Posaune, die in einem hebräischen Jahr
gestoßen wird. Jetzt nochmal die Verbindung. Warum kommt der Messias wieder und er ist rot oder beziehungsweise mit einem roten Gewand umgarnt? Weswegen? Weil er kommt zum Krieg. Der Aufbau zum Messias Wiederkommen ist, dass die ganze Welt, die ganzen Nationen bedenkt, es gab keine Entrückung. Alle Menschen sind bis jetzt oder sind bereits in dem System des Antichristes, des Antimessias und ziehen jetzt auf gegen Jerusalem, um es auszulöschen. Da sind Menschen dabei, die mal Jesus als Messias bekannt haben, höchstwahrscheinlich. Also der nackte Glaube, nur zu sagen, oder der Glaube, dass man ein intellektuelles Verständnis über den Messias hat, das ist nicht, worum es geht. Wir müssen mehr Verständnis haben und ein Herz für die Satzungen des Messias bekommen und sie aber auch umsetzen. Das ist das Konzept, was wir aus der hebräischen Schrift auch bekommen. Also, das ist jetzt der Aufbau. Ich hoffe, es hat ein bisschen Sinn gemacht. Messias kommt zum Krieg, denn der Ton, Teruah, ist ja auch ein Ton, der gestoßen wird, wenn in den Krieg gezogen werden soll. Und der letzte Krieg ist das, was wir als Armageddon kennen, ist aber auch ein hebräisches Verständnis. Ha-Megiddo ist einfach Tal von Megiddo. Das ist da, wo die letzte große Schlacht passieren wird, weil die ganzen Menschen wollen Jerusalem, Israel auslöschen. Dann wird Juda auf die Knie gehen und wird verstehen, dass ihr Messias ist tatsächlich Jeschua. Deswegen steht in Sacharja drin, dass sie werden wehklagen für ihn, wie eine Mutter für ihr Kind. Und sie werden den anschauen, den sie oder den schauen, den sie durchbohrt haben. Das ist der Zeitpunkt, wo Israel zum Messias kommt. Und Messias kommt, um Israel zu erlösen. Wenn die Schriften sagen, wir sollen für den Frieden von Jerusalem beten, dann heißt es nicht, dass da automatisch Frieden hergestellt wird, sondern es wird noch was passieren, bevor dieser Friede wirklich auch instand gesetzt werden kann. Psalm 122 in Vers 6 steht drin, bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Und wir wissen, dass der Frieden in Jerusalem, der wird durch Menschenhand nicht hergestellt werden können. In Nehemia, im Buch von Nehemia, Kapitel 8, da sehen wir einen kurzen Ausblick auf diese prophetische Verheißung des Posaunenstoßenfest, denn im siebten Monat kommen die Exulanten zusammen und sie lesen die Tora. Wir wissen, dass wenn Messias wiederkommt, er wird in Zion sein und er wird die Tora wieder lehren und die ganze Welt wird wieder nach der Tora auch wandeln müssen. Ich lese nochmal einen Vers aus Nehemia Kapitel 8 und da steht drin, und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelt sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Ezra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moshe, also sprich die Tora, holen soll, das Jahwe Israel geboten hatte. Und Ezra, der Priester, brachte die Tora vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des siebten Monats. Das ist Yom Teruah. Das war jetzt nur ein bisschen Information, aber wir fassen es nochmal zusammen. Offenbarung Kapitel 8 spricht von sieben Posaunen. Diese sieben Posaunen ist eine Ankündigung des Gerichtes. Bei der siebten Posaune wird das abgeschlossen. Entsprechend gibt es noch die sieben Zornschalen, lesen wir im weiteren Verlauf. Paulus sagt im ersten Buch Korinther oder im ersten Korintherbrief, dass bei der letzten Posaune wird der Messias wiederkommen. Das Fest von Teruah, also das, was wir heute das Posaunenblasenfest oder Posaunenstoßenfest nennen, passiert im siebten Monat am ersten Tag. Was den ersten Tag im neuen Monat bestimmt, ist der Neumond und wir stoßen an jedem Neumond eine Posaune oder ein Shofar. Und das passt alles zusammen. Es ist die siebte Posaune im hebräischen Jahr. Das Gericht ist abgeschlossen. Der Messias, laut Jesaja 63, Offenbarung 19, kommt zum Krieg wieder. Er ist mit Blut überströmt, weil er kommt zum furiosen Krieg. Eine große Vernichtung wird es sein gegen die Feinde Israels. Denn er kommt, um seine Braut zu erlösen. Das ist der wahre Prinz, der seine Braut auch wirklich erlöst. Das ist jetzt eine klare Verbindung, die wir da schließen können. Wir werden es hier nochmal ganz kurz halten heute. Und wir kennen ja den Vers, wo Messias sagt, dass kein Mensch kennt die Stunde, wo er wiederkommen wird. Nun ja, die Thematik ist aber, dass wir ganz genau wissen, wann Messias wiederkommt. Aber es ist ein hebräisches
ich sag mal, ich will nicht sagen Wortspiel, aber es ist ein Spiel, was wir im Hebräischen nehmen können, wenn wir diese Zusammenhänge verstehen. Versuchen wir das nochmal kurz zusammenzufassen. Wenn Messias sagt, dass kein Mensch außer der Vater im Himmel, auch die Engel wissen nicht, wann Messias wiederkommt, der Tag genau, wann das passiert, dass der Neumond gesichtet wird, bedenke, das Stoßen von Teruah am siebten oder im siebten Monat, am ersten Tag, ist abhängig von dem Neumond. Aber dieser Neumond muss gesichtet werden. Und wenn du dir das Video anguckst, das Fest der ungesäuerten Brote, da haben wir es mal erklärt, wie der Mond funktioniert, astronomisch und der sichtbare Mond. Der Mond, den Messias meint, oder der Mond, der gemeint ist in der hebräischen Schrift für die Sichtung und für die Bestimmung eines neuen Monats, ist nicht der astronomische Neumond. Der astronomische Neumond ist ein Mond, den man gar nicht sehen kann, und dieser erstreckt sich über 2 bis 3 Tage. Der sichtbare Mond ist den, den wir auch wirklich sehen können, und das ist, was ein neuer Monat bestimmt. Aber dieses Konzept oder diese Thematik, einen Mond zu sehen, kann sich, also der wirklich sichtbare Mond, kann sich auch manchmal zwischen 2 Tagen variieren. Also es kann mal sein, dass es an einem Tag ist, und wenn wir es an dem Tag nicht gesehen haben, den Neumond, dann kann es nur noch sein, dass am nächsten Tag Beginn des Monats ist. Und zwischen diesen beiden Tagen mit dem Spiel des Neumonds wissen wir immer, dass der Messias kann nur von einem von den beiden Tagen auch kommen. Und wenn es steht, dass ihr wisst, ihr seid Kinder des Lichtes im Thessalonicher, gucken wir uns gleich nochmal an, oder wenn Messias sagt, kein Mensch weiß genau diesen Tag, außer Gott im Himmel oder Elohim, der das weiß, dann ist es gemeint, dass dieser genaue Tag, macht das Sinn, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen fantastisch, aber in der Thematik, dass man die Feste behandelt und dass man die prophetischen Bedeutungen versteht, dann wissen wir sogar ganz genau, wann die Drangsal anfängt. Und das ist auch wieder nicht das Thema für heute, auch wenn das jetzt gerade vielleicht ein bisschen sehr spannend klingt. So, in der Konstellation, dass Maschiach als Fleisch und Blut kam, wird er dieses nicht offenbaren. Aber er als Elohim, er als Gott, weiß ganz genau, wann er wiederkommt. Jetzt gucken wir uns mal ganz schnell Thessalonicher an, und dann schließen wir das Thema mit der Bedeutung erstmal ab. Ich hoffe, das hat erstmal Sinn gemacht. Und dann schauen wir uns mal an, was, wie wir an diesem Tag auch uns zu versammeln haben. 2. Thessalonicher Kapitel 2 ist das. Und vielleicht macht dann, was Paulus hier sagt, viel mehr Sinn, wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet. So, hier steht drin, dass die Thessalonicher nicht so schnell beunruhigt werden sollten. Wollen wir jetzt den ganzen Text lesen? Ich schaue mal nach. Vers 2. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Messias schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Das ist zur Thematik der Entrückung. Lasst euch nicht verführen. Dieser Tag wird nicht so passieren, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Der Abfall, das war, ist, was wir vorhin gesagt haben, dass viele Menschen, die Jesus mal bekannt haben als Messias, werden in den Krieg ziehen gegen Jerusalem. Und wenn sie merken, dass die ganze Bibel, wie es ihnen die letzten hunderte Jahre ausgelegt wurde, nicht stimmt, werden eventuell Anstoß nehmen, dass das vielleicht gar nicht stimmen kann, weil es hat ihnen nie jemand richtig gelehrt, was diese Schrift uns wirklich zu sagen hat. So, das muss vorher passieren. Der Mensch der Sünde, das ist der Antichrist, der muss offenbart werden, und der wird erst offenbart in den letzten 3,5 Jahren. Deswegen, jeder Mensch, der noch lebt, wird durch diese Drangsal durch müssen. So, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Elohim oder Gegenstand der Verehrung ist oder heißt, so dass er sich in den Tempel Elohim setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und dann in Vers 8 steht, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Also wenn Maschiach wiederkommt, er wird den Antichrist, den Antimessias beseitigen, den falschen Prophet, und diese wird er in das feurige Pfuhl werfen. Aber es gibt auch noch die Menge, die ausgezogen sind, um gegen Jerusalem zu kämpfen, und die wird er auch vertilgen. So, jetzt gucken wir uns mal den Vers an aus 1. Thessalonicher Kapitel 4, wo es steht, dass wir werden Maschiach, wenn wir hier noch leben sollten oder in der Drangsal gewesen sind, in die Luft entgegenkommen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, und dann lesen wir ab Vers 15. Da steht drin,
Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben. Denn Paulus spricht ja was ganz Bestimmtes an, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Elohims erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Maschiach werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So, und dieses Wort entrückt, Entrückung, das hat man ausgedehnt auf ein Fabel, dass die ganze Menschheit, die halt glaubt, verschwinden wird, um eine Hochzeit zu feiern, während hier die Drangsal herrscht. Was aber gemeint ist, dass Meschiach kommt zum Krieg, aber er hat auch einen Termin. Er wird in Zion auf seinem Thron sitzen, denn er wird das Thron Davids oder den Thron Davids nehmen und davon dort aus regieren. Seine Gläubigen sind aber in der ganzen Welt, und aber er hat einen Termin nach Jerusalem. Auf den Ölberg zieht er hin. Und die ganzen Gläubigen aus der ganzen Welt, die würden für eine kurze Zeit entrückt. Das heißt, ihnen entgegenkommen, um mit ihm dann in Jerusalem zu landen. Das ist nur ein kurzer Augenblick. Das ist nicht ein Zeitpunkt von x Jahren, 3,5 oder 7. So, in Vers 5 steht drin, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüdern, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Und jetzt kommt der Schlüsselvers, Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Denn ihr wisst die Wahrheit, ihr wisst die Wahrheit, was mit Yom Teruah, was damit gemeint ist, was es auf sich hat. Ihr seid nicht im Dunkel, denn die Gemeinde Yahweh Elohims, die treu seine Feste befolgt, die auch die Zeit verbringt in seinem Wort, sie weiß ganz genau, worum es geht. Wir sind nicht im Dunkeln. Also die These, dass kein Mensch weiß, wann Messias wiederkommt, es wurde bis jetzt von vielen Institutionen und auch von vielen Lehrern falsch verstanden. Wir wissen ganz genau, wann der Messias wiederkommt. Es kann halt sein, aufgrund dessen, dass der erste Tag im 7. Monat ist abhängig von dem Neumond, wir nicht ganz genau konkret sagen können im Voraus, welcher Tag wird sein. Aber er wird im 7. hebräischen Monat wiederkommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns mit den hebräischen Monaten auseinandersetzen. So, der Tag kommt jetzt in ein paar Wochen und jedes Jahr immer wieder. Das ist, was wir gedenken, dass wir an diesem Tag uns freuen, denn da kommt Messias, um uns zu erlösen. Und wir freuen uns an dem Tag. Wer halt begabt ist, ins Schofar zu stoßen, kann auch diesen Tag anfangen, in dem er da diesen Ton nachspielt. So ein Schofar kannst du dir ganz normal bestellen im Internet oder in einem Laden, der halt solche Sachen auch bestellt. In Deutschland, ich glaube in Frankfurt gibt es so einen Laden, da kann man mal online schauen. Ansonsten kann man sich feierlich anziehen, an dem Tag tanzen und fröhlich sein mit Geschwistern. Die Bedeutung dieses Festes ist aber das, was wichtig ist, denn wir müssen verstehen, was wir an diesem Tag feiern. Wir feiern die Wiederkunft unseres Herrn, denn er wird es erst in Zukunft erfüllen und wir warten an diesem Tag auf sein Erscheinen. Da sollen wir mit Geschwistern und zusammentun, diese Themen besprechen, wie die Tora wiederhergestellt wird. Man kann sich die Thematiken des Erlassjahres auch mal anschauen, aus dem 3. Buch Mose Kapitel 25 und 5. Mose Kapitel 15. Und da kann man sich mal diese Thematiken mal an dem Tag, man soll auch eine heilige Versammlung haben, das würde heißen, auch in der Tora lesen, Themen aus der Schrift gemeinsam besprechen und dann für gewöhnlich auch ja eine freudige Gemeinschaft miteinander zu haben. Es gibt keine Ritualen, die vorgegeben sind, was man an dem Tag machen muss. Das ist, wir sollen halt nur gedenken, das ist der Tag des Teruas und wir können uns daran üben, dieses Terua meinetwegen auch nachzuspielen. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht, weil heute ist es so, liebe Freunde, dass wenn Menschen zurückgehen zu den hebräischen Feste, dass viel Ritual und Mystik reingenommen wird aus Sachen, die gar nicht verstanden worden, weil man denkt, jetzt so machen die Juden das, so haben wir es beigebracht bekommen. Wir müssen uns aber anhand der Tora orientieren. Yom Teruah, Tag des Teruas, Tag des Teruastoßen ist ein bestimmtes Signal, was erschallen wird auf der Posaune oder Trompete. Maschiach kommt zum Krieg zurück. Wir freuen uns, dass Jerusalem wiederhergestellt wird. Wir gedenken an Jerusalem. Wir können Lieder singen über Jerusalem. Es ist halt die Frage der Begabung. Ich kann jetzt keine
konkrete Linie geben, wie was ihr alles machen muss an dem Tag, weil es hängt davon ab, wie viele Leute in eurer Gemeinschaft sind, wer kann dein Instrument spielen und solche Dinge. Aber ungefähr, das ist der Kontext von Yom Teruah. Ich hoffe, es hat dir geholfen und Sinn gemacht. Und anschließend nach Yom Teruah kommt Yom Kippur. Das ist Tag der Versöhnung oder Tag, wo alles gereinigt wird. Das müssen wir uns auch nochmal anschauen. Warum kommt Yom Kippur nach Yom Teruah? Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Shalom sei mit dir.